Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Heute ist der Tag der Tage. Es geht an den Van und wie ihr an Tobi schon seht, Tobi ist willig. Wir haben heute nämlich einiges vor. Wir haben nämlich uns überlegt, damit wir noch etwas Offroad-fähiger werden und weil wir ja, wie ihr wahrscheinlich auch in den letzten Vlogs gesehen habt, hin und wieder mal mit unserem Van irgendwo aufsaßen, weil dann doch die Bodenfreiheit hin und wieder zu wünschen übrig lässt, haben wir uns überlegt, den Van etwas höher zu legen. Allerdings haben wir uns auch gedacht, naja, so ein normales Höherlegungsset, wie zum Beispiel das von Delta, was wir auf jeden Fall uns auch geholt haben, ist so bei 4-5 cm, was es bringt. Und dafür dachten wir, naja, dafür lohnt sich der Aufwand ja schon fast nicht. Deswegen haben wir jetzt einfach zwei Höherlegungssets uns besorgt und werden die miteinander kombinieren. Ob das jemals schon einer vor uns gemacht hat und ob das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall mit dem TÜV gesprochen und das soll soweit klappen. Von daher werden wir es jetzt einbauen und hoffen, dass wir dann ein bisschen mehr Bodenfreiheit haben. Ja. Und hoffen natürlich auch, dass alles funktioniert, so wie wir uns das denken. Denn wir werden das Ganze hier auf der Auffahrt machen, ohne Hebebühne. Deswegen auch schon der Wagenheber hier. Genau. Wir gucken mal. Wir werden berichten. Tobi, der alte Pumper. Genau, wir kombinieren jetzt übrigens das Fahrwerk von Delta und eins von MAD, glaube ich. Ja. So, Freunde der Sonne, wir haben jetzt mal alles ausgepackt, was wir hier vorhaben. Wie gesagt, einmal haben wir hier das Delta 4x4 Höherlegungsset und dann haben wir noch von MAD ein Verstärkungsset oder so. Versteckte Federnset. Und Tobi sagt euch jetzt noch mal kurz, was wir genau vorhaben, weil ich habe eigentlich keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, okay. Also. Das hier kommt zu der Vorderachse, das wird einfach nur unter das Domlager gemacht, wenn sich jemand ein bisschen auskennt, also ganz oben auf dem Federbein oben drauf, werdet ihr das später mal noch sehen. Die hier kommen sozusagen, da kommt die Feder oben drauf und die Achse unten drunter. Genau, und zwar hier, da. Genau, und dann kommen diese langen Verstärker sozusagen hier drauf, dadurch wird der Van dann um die Höhe hier höher gelegt. Mhm. Und dann haben wir noch die verstärkten Federn. Die verstärkten Federn sind eigentlich nichts anderes, der Van sozusagen nicht mehr einfedern kann, komplett, wenn er beladen ist, weil er ist ja dauerhaft beladen als Camper, wie vorher. Die bringen ihn sozusagen wieder auf Originalhöhe. Genau. Das gleiche auf der Vorderachse. Hinten werden die zusätzlich reingemacht, weil Jakob hat ja Blattfedern drinnen. Und vorne muss man sie tauschen, weil da können wir keine Zusatzfeder reinmachen. Alles klar. Das ist wieder später dann. Klingt nach einem Plan. Dann machen wir das doch. Immer wichtig auf die Sicherheitsschuhe achten, Freunde. So, noch ein kleiner Nachtrag, Freunde. Bei den ganzen Paketen haben wir tatsächlich vergessen, die Stoßdämpfer mit auszupacken. Die sind ebenfalls von Delta. Die Stoßdämpfer für hinten, die werden getauscht. Da sind alte, die werden dann mit denen getauscht, richtig? Die sind länger, alles klar. Wissen wir Bescheid? Also, das kam noch dazu. Weiter geht's. Der Van sieht übrigens aus auf jeden Fall jetzt schon ziemlich, ja, aus, als hätte man den irgendwo in Polen mal kurz für ein Wochenende abgestellt. Was hast du da jetzt gemacht? Spezialwerkzeug. Ah,
Spezialanfertigung. Spreize wir das Federbein. Ah, okay. Die Aufnahme. Hier abgesägt. Ja. Dann gehen wir jetzt da hinten rein. Und dann spreizen wir das durch das, dass das auf der einen Seite breiter ist. Da hinten auf. Kaputt. Keine Ahnung, ob man das die Freunde hat. Der Bein ist locker. Oh ja. Siehst du? Da hätte man sonst ein Spezialwerkzeug für gebraucht, ne? Da braucht man sonst ein Spezialwerkzeug, genau. Aber man kann auch einfach einen Imbus zerstören. Ja. Cool. Geht genauso. Kommt mit auf die Rechnung. So, wir haben jetzt die Stoßdämpfer auf beiden Seiten vorne gelöst. Und jetzt müssen wir hier in den Innenraum, denn da sind irgendwelche Schrauben vom Stoßdämpfer. Vom Stoßdämpfer, um den dann zu lösen. Dann nehmen wir den raus und dann gucken wir weiter. So Freunde, wir befinden uns im Auto, denn wir haben jetzt unsere Stoßdämpfer eingepackt und werden die Stoßdämpfer jetzt, ich habe schon wieder vergessen, ey, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis, das ist unglaublich. Die Federn von den Stoßdämpfer tauschen. Die Federn von den Stoßdämpfer tauschen. So, also, los geht's. Dafür brauchen wir nicht Spezialwerkzeug. So Freunde, wir sind jetzt an Tobis Arbeit angekommen, denn diese seine Arbeit, die kann man nicht eben auf der Auffahrt machen. Wir müssen jetzt die einspannen, zusammendrücken, also zusammendrücken. Damit wir Schrauben lösen können und dann können wir das Ganze sozusagen auseinanderbauen. Ja. Für die neuen Federn. Genau. Und das passiert mit sehr viel Spannung, ist auch nicht ganz ungefährlich, aber mit so einem Gerät ist es auf jeden Fall schon ein bisschen sicherer. Falsch. Oh, hätte das noch dazu gehört? Ja, jetzt noch dazu. Oh nein. Einmal mit Profis arbeiten. Die vorderen Federn und Stoßdämpfer sind eingebaut. Das waren vorher die schwarzen und wenn man sie jetzt tatsächlich so wirklich direkt nebeneinander gehalten hat, hat man schon einen Unterschied gesehen. Also die hier sind deutlich dicker und auch noch ein Stückchen länger. Und ich bin sehr gespannt, wie das fertige Ergebnis dann aussieht und sich vor allem auch fährt. Vorne sind wir jetzt tatsächlich durch. Wir haben nochmal kurz zum Zeigen hier. Im Handschuhfach, da musste das festgeschraubt werden. Das haben wir gemacht, drei große Schrauben. Auf der anderen Seite genauso, nur dass da noch das, die Bordelektronik sitzt, die man noch so ein bisschen ausbauen musste. Aber ansonsten hat es eigentlich soweit alles recht gut funktioniert. Und genau, jetzt kommen dann gleich vorne tatsächlich schon wieder die Reifen drauf. Und dann ist vorne soweit schon fertig und dann widmen wir uns hinten. So Freunde, vorne ist das erste Rad schon wieder dran
Beide Räder sind schon wieder dran. Und hinten geht's jetzt weiter mit dem Stoßdämpfer, ne? Den schraubst du gerade los. Nur? Und der wird dann ausgetauscht mit dem neuen blauen, der da hinten liegt, den wir euch vorhin am Anfang vergessen haben zu zeigen. Das war's schon. Okay. Genau, und dann kommt da noch die Feder rein. Und die Feder ersetzt diesen Balk hier. Genau, also das war vorher nur der Balk und da kommt jetzt die Feder rein. Also Freunde, bis vor kurzem dachten wir noch, wir könnten heute fertig werden. Aber dann stellte sich raus. Manchmal lassen sie sich halt was einfallen, ne? Ja. Wir haben ungefähr drüben 1000 Blätter, die abgelaufen sind. Genauso wie können die denn ablaufen? Die haben das dann geht der Kleber raus. Genau, ja. Und dann zerbrechen die und dann. Ja, dann splittern die oder so. Ja. Aber als Privatperson darf man die immer nutzen. Das ist ganz toll. Ja. Das interessiert keiner, das auch. Kannst du kurz erläutern, was wir hier gerade für ein Problem haben? Das zeige ich dir, wenn es fertig ist. Okay. Wenn wir es gelöst haben. Weil das ist gerade ein bisschen zu blöd erklären. Ja. Also der Teller, an dem er gerade rumhämmert, der hat von oben eine Schraube, die eigentlich angeschweißt ist. Allerdings ist der... Ja, hat sich die Schweißnaht gelöst und jetzt dreht sich die mit und man kommt von innen nicht wirklich daran, um die festzuhalten und deswegen müssen wir jetzt das einfach abflexen. Ja, ich glaube, das ist so ganz grob die Zusammenfassung. Vom Laien zumindest. So Freunde, Stück für Stück nähern wir uns unserem Glück. Ihr seht, da ist schon jetzt das Zwischen... Ja, wie den Abstandshalter oder wie soll man es nennen? Ja, Zwischenstück. Ja, Zwischenstück. Die Höherlegung. Die Höherlegung. Wir haben es inzwischen auch schon geschafft, den Teller hier rauszuflexen, auf der anderen Seite. Hier müssen wir noch gucken. Aber es wird. Es wird. Hier auf dieser Seite sind wir auch gut dabei. Ja. Läuft auf jeden Fall. Jetzt wird es auf jeden Fall auch angenehmer, weil vorhin war es die ganze Zeit so brüllend heiß. Da konnte man es echt nicht aushalten. Aber jetzt kommen wir eigentlich ganz gut voran. Weiter geht's. So Freunde, wir sind immer noch dabei. Wir versuchen tatsächlich heute alles fertig zu kriegen. Das sieht echt gefährlich aus, wie du da hängst. Oh, Tobi, Fuchs. Es langt nicht. Jakob, wir brauchen nicht. Es wird immer dunkler und wir werden immer mehr. Inzwischen sind wir schon zu viert. Aber es wird, es wird. Die erste Feder ist jetzt hier tatsächlich auch schon drin. Tobi, wir ziehen jetzt bloß mal das Bisserl hier. Ja, läuft. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte tatsächlich einen wilden Traum. Ich habe nämlich geträumt, wir fahren jetzt einen Monster Truck und ich glaube, der Traum ist wahr geworden, denn wir sind tatsächlich ziemlich hochgekommen. Also es hat sich, glaube ich, definitiv gelohnt. Wir sind nämlich gestern noch fertig geworden, dank guter Unterstützung. Wir haben teilweise noch zu viert dran gearbeitet. Aber man muss sagen, es hat dann doch noch alles recht gut geklappt. Hier und da war mal die ein oder andere Schwierigkeit, aber dafür konnten die Höherlegungssets und so nix, sondern es war eher fahrzeugbedingt. Ich zeige euch jetzt mal eben das fertige Ergebnis, mit dem wir dann gleich zum TÜV fahren werden. Und da wird es dann auch nochmal spannend, was der TÜV sagt, aber im Großen und Ganzen haben wir uns eigentlich schon mal abgesichert, dass der grundsätzlich der Sache positiv entgegensieht. Ja. So muss das aussehen, Freunde. Und dann gibt es immer noch die Verrückten, die Geld dafür bezahlen, um sich tiefer legen zu lassen oder um sich tiefer zu legen. Ich möchte hier niemanden angucken. Schaut euch mal die Karre an da. Also das ist ja maximal unpraktisch. Aber es sieht auch ein bisschen cool aus, muss man zugeben. Aber würde ich tatsächlich niemals machen. Wir brauchen ja Gegenbeispiele. Ja, genau. Das ist nämlich 10 cm tiefer und das ist 10 cm höher. Haben wir nachgemessen? Also wir sind tatsächlich 10 cm höher gekommen als original. Also als wir vorher waren. Das ist schon ziemlich ordentlich und ich muss sagen, jetzt sehen wir auch wirklich richtig, richtig böse aus.
Richtig geil. Und ich glaube, jetzt setzen wir vorne nicht mehr so schnell auf. Ja, richtig, richtig cool. Mal gucken, was der TÜV sagt. Wir werden berichten. Wir sind jetzt bei der Werkstatt angekommen, weil bei Tobis Werkstatt, da kommt jetzt gleich der TÜV-Prüfer und ja, dann wird alles geprüft und wir drücken die Daumen alle mal ganz fest, dass alles gut läuft und er nicht noch irgendwas findet, wo er was zu meckern hat. Gute Nachrichten, wir haben TÜV. Mit einer kleinen Einschränkung, wir mussten unsere Scheinwerfer abmontieren, weil sie ein E-Prüfzeichen haben. Also sowas haben wir auch noch nicht gehört. Und weil sie ein E-Prüfzeichen haben, könnte man sie als Fernlicht benutzen. Oder sie sind als Fernlicht eingetragen sozusagen. Sie sind zwar bei uns nicht als Fernlicht angeschlossen, weil wir sie auf eine Fernbedienung haben. Aber das macht nichts, das ist auch irgendwie interessiert nicht. Sobald sie da sind, ja. Könnte man sie verwenden und deswegen mussten sie ab. Genau. Hätten sie kein E-Prüfzeichen und wären normale Arbeitsscheinwerfer, hätten wir sie dran lassen dürfen. Also das ist schon wieder deutsche Willkür, aber egal, darüber regen wir uns nicht auf. Ganz einfach. So, aber ansonsten hat alles gut geklappt. Hörfahrwerke sind eingetragen, alles wunderbar, tippitopp. Und das ist das Allerwichtigste. So, wir fahren jetzt nach Hause und dann schauen wir weiter. So ihr Lieben, jetzt gibt es noch ein kleines Fazit. Wir befinden uns inzwischen wieder in unserem feinen Heim, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll nochmal kurz ums Fazit zu unserer Höherlegung gehen, denn wir haben ja ein Höherlegungskit verbaut und die Zusatzfedern, sowohl vorne als auch hinten, beziehungsweise verstärkte Federn. Ich bin da tatsächlich ehrlich gesagt, ja, immer so ein bisschen laienhaft unterwegs, deswegen seht mir nach, wenn ich das im Video öfter mal irgendwie falsch benannt habe oder so. Ich glaube, so wie Tobias meint, das ist ein Höherlegungskit und ein Verstärkungskit. Genau, so in der Art kann man es sagen. Auf jeden Fall haben wir die maximale Höhe, glaube ich, jetzt schon mal ganz gut rausgeholt. Mit 10 cm. Sind inzwischen auch schon einige tausend Kilometer damit gefahren und... Ja, was soll man sagen? Also genau, wir haben auch schon tatsächlich die ein oder andere leicht Offroad-Situation gehabt, beziehungsweise wir sind einmal mit Tobi und Niki so einen kleinen Hang runtergefahren. Das wäre vorher nicht gegangen, weil wir vorne sonst auf jeden Fall aufgesessen hatten. Stimmt, das hat ohne Probleme funktioniert. Ja, also das hat sehr gut funktioniert. Wir blenden euch das hier nebenbei mal ein. Ja, das war richtig geil. Das hat schon ein bisschen Spaß gemacht, ja. Ja, also ich denke, vor allen Dingen jetzt auf unseren kommenden Reisen werden wir das noch mal mehr zu spüren bekommen, wenn wir wieder im Tiefschnee unterwegs sind. Zum Beispiel, ja. Denn einige von euch erinnern sich vielleicht an den Schneeflug Jakob. Da gab es ja auch schon das ein oder andere Video. Ich denke, dass wir dieses Jahr und auch nächstes Jahr, wenn wir dann im Winter wieder in Skandinavien unterwegs sind, noch mal deutlich besser. Ja. Ja, genau, also so sind wir einfach ein bisschen höher über dem Schnee. Ja. Und natürlich auch einfach allgemein, um die Stellplätze anzufahren, die halt irgendwo in der Natur im Nirgendwo sind, ist Bodenfreiheit immer sehr hilfreich. Ja, ja. Was natürlich auch schon einige Leute bei Instagram gesagt haben, was natürlich auch einfach ein Fakt ist, die Hinterachse, die kann man genau, natürlich bei unserem Fahrzeug nicht erhöhen, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist in dem Fall jetzt auch nicht so dramatisch. Gut, wenn du in der Mitte mal wirklich einen dicken Stein hast, der da dran steigt, gut, okay. Ja. Da geht aber wenigstens nichts kaputt, da ist dann vielleicht mal ein Kratzer. Genau. Aber es geht halt einfach daran. In erster Linie ging es uns darum, dass vorne wir deutlich höher sind. Ja, ja, ja. Und das haben wir geschafft. Als unsere erste Reaktion war wirklich so, oh mein Gott, das ist jetzt ein Monster-Truck. Ja, ja, ja. Also wirklich, wenn man sich die Vorher-Nachher-Bilder anguckt und auch diesen Vergleich, das ist Wahnsinn! Ja, das stimmt. Also Hammer, was man da aus dem Fahrzeug rausholen kann. Und auch so beim Fahren haben wir jetzt bisher keine negativen Sachen. Stimmt, genau. Sachen genau. Festgestellt. Normalerweise, das haben auch einige jetzt unter das letzte Video geschrieben, wo wir nur darüber berichtet haben, erstmal, also noch nicht dieses, sondern das davor. Das ist ja logischerweise ist, wenn man höher wird, das Auto auch mehr schwankt und ein bisschen instabiler, gerade bei höheren Geschwindigkeiten oder bei viel Wind ist. Das kann ich allerdings gar nicht bestätigen. Nee. Das wundert mich selbst. Ich hatte damit auch gerechnet. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir ja diese verstärkten Federn haben, sind die auch einfach nochmal stabiler und auch strammer gespannt. Vielleicht auch durch dieses Höherlegungskit, was da ja noch dazwischen sitzt und dann vielleicht auch noch mehr Spannung sorgt.
Also bisher ist uns echt nichts Negatives. Ja, so muss ich wirklich sagen. Genauso wie mit den All-Terrain-Reifen. Da sagen ja auch immer, ja, die sind dann so laut und man kann damit dann nicht mehr schnell fahren. Können wir gar nicht irgendwie unterschreiben. Nein. Also wir sind echt super zufrieden mit den All-Terrain-Reifen und auch jetzt mit der Höherlegung. Ja. Es wird natürlich nochmal spannend. Es ist ja eventuell geplant, dass wir nochmal Richtung Nordkap fahren. Genau. Im Sturm wird es vielleicht nochmal spannend, weil natürlich 10 cm machen halt schon... Ja, was aus. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Höhe 3,10 Meter. Ja, 3,10 Meter. Das ist natürlich auch eine Ansage, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Und da bin ich auf jeden Fall noch gespannt, wie das dann im Sturm sich verhält. Genau, wir werden auf jeden Fall berichten und wir packen jetzt direkt weiter. Denn wir sind in den letzten Zügen für die Vorbereitung für Norwegen. Genau. Und da geht es jetzt schon ganz schnell und bald los. Ja, also... Heute, in einer Woche, sind wir schon auf dem Weg nach Norwegen. Genau. Wir haben uns ja überlegt, 4 Wochen Norwegen im Oktober zu machen. Einfach mal Norwegen im Herbst anzuschauen. Und ja, da sind wir schon sehr, sehr gespannt drauf. Freuen uns riesig auf die ganze Natur, auf die Landschaft, auf die Wasserfälle. Und lassen uns und euch überraschen, was wir da so erleben werden. Genau. In diesem Sinne, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit am Start seid und unsere Norwegen-Reise verfolgt. Definitiv, also schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.